Der 25. Spieltag und die große Frage: Sorgt Jogi Löw dafür, dass der BVB auch noch nach dem Spieltag vorne ist? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich das Intro herschalten, aber jetzt bin ich wieder hier. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Also, du weißt es nicht, ich weiß es auch nicht, aber ich finde es schon interessant, gab ja wirklich viele News jetzt zu dem Thema, dass der Löw, Hummels, Boateng und Müller ausgerechnet jetzt einfach mal von der Nationalmannschaft verbannt. Und da muss ich dem FC Bayern recht geben, dass die das schon desaströs finden zu diesem Zeitpunkt. Zwei wichtige Spiele stehen an, gegen Wolfsburg und vor allem danach gegen Liverpool. Und dann gibst du diesen Spielern einfach mal mit auf den Weg: Jungs, das war's mit der Nationalmannschaft. Schon hart. Ihr habt ja bloß fast 100 Spiele jeder. Das hat mich am meisten überrascht an der Sache, dass Thomas Müller 100 Länderspiele hat. Ja, war mir nicht so bewusst, dass der ja schon innerhalb 2010 bis jetzt 100 Spiele gemacht hat. Nicht schlecht. Ja, und Hummels hat jetzt wirklich auch mal wieder ein paar richtig geile Spiele rausgehauen. Und für so einen Fußballer, wenn es wirklich das Höchste ist, in der Nationalmannschaft zu spielen, möchte auch Müller vielleicht durch seine Leistung, die er hoffentlich in Zukunft wieder bringt, die Chance haben, da weiter mitzumischen. Wird ihm verwehrt, ist schade, macht auch nicht so viel Sinn, denn die sind auch gar nicht mal so alt. Aber darum geht es nicht. Es geht um den 25. Spieltag und da wollen wir uns Tipps überlegen. Richtig? Ja, nochmal einen kurzen Rückblick auf den 24. Da lief es ja für die Ideen ganz gut. Für die dann abgeschlossenen Picks, für mich war es eine Katastrophe, null richtig. Dabei wollte ich auch eigentlich wie du diese Unentschieden spielen und Wolfsburg hat immerhin dafür gesorgt, dass du ein bisschen an deinem Minus fallen konntest und dass Frankfurt Hoffenheim nicht unentschieden ausgegangen ist. Das ist natürlich extrem bitter gewesen, aber mal so ist es halt und das ist natürlich auch geil, wenn das dann so läuft. Ein Wort noch auch von mir zu dieser Länderspielthematik. Ich denke, dass die gerade jetzt dann zeigen wollen, dass sie noch gut genug sind für die Nationalmannschaft. Und damit hat Löw eigentlich Dortmund die letzte Chance geraubt, Meister zu werden. Dortmund hatte jetzt auch keine Doppelbelastung mehr, weil sie ja wieder versagt haben gegen Tottenham. Sie haben nicht mal gewonnen, das Rückspiel. Das ist schon echt gottserbärmlich, was die in letzter Zeit abgeliefert haben. Auch wenn dann wieder jemand sagt, oh, die waren in der ersten Halbzeit echt gut gegen Tottenham. Wie haben sie denn gespielt? 0-1 verloren. Da waren sie dann anscheinend nicht gut genug. Ich bin stinkesauer, weil ich wegen denen viel Geld verloren habe. Auch letzte Woche, weil ich auf sie gesetzt habe und jetzt in der Champions League, weil sie ausgeschieden sind. Naja, hilft nicht, so ist das halt. Die Wetten waren gut, Dortmund war nicht gut genug. Schauen wir mal, was jetzt heute passiert in der Bundesliga. Bremen gegen Schalke, da geht's los. Ja, und warum sollte man jetzt auf Schalke setzen? Das ist schon so eine Frage. Beim letzten Spieltag untergegangen gegen Düsseldorf, die echt gut in Form sind. Jetzt in Bremen, die sind eigentlich auch für einen Sieg gut. Auf Schalke kannst du derzeit nicht tippen. Sie halten an Tedesco fest. Finde ich nicht verkehrt. Finde ich eine coole Sache, dass der nicht sofort da entlassen wird, sondern dass man ihm nochmal eine Chance gibt. Aber er hat immer noch die gleiche Mannschaft. Und die wird ja nicht besser von Woche zu Woche. Deshalb, Quoten sind bestimmt interessant, ob man auf Bremen geht, eine 2-0. Wenn du rein die letzten 4-5 Wochen anschaust, musst du eigentlich die 2-0 mitnehmen, oder? Stimmt, das ist absolut richtig. Trotzdem ist halt Bremen immer bei mir so ein No-Bet-Kandidat, weil die auch zu unkonstant sind. Also beim Unentschieden tippe ich gerne auf sie. Ich glaube auch, dass dieses Spiel wieder unentschieden ausgehen wird, weil es auf Freitagabend ist. Und bei Schalke habe ich in den letzten Spielen bin ich immer gut gefahren, wenn ich getippt habe, beide treffen nicht. Und das gefällt mir jetzt auch hier wieder ganz gut. Denn, ja, gut, klar, irgendwann muss Schalke auch mal wieder ein Tor schießen. Wird es in diesem Spiel viele Tore geben? Hier gefällt mir das Over 2,5 auch gut. Ich habe letzte Woche auf Over 2,5 bei Bremen-Wolfsburg getippt.
Das ist nicht passiert. Das war ja ein 1-1 mit 1,9 hier. Halte ich mal fest. Aber ist alles in allem ein Spiel, wo man eigentlich auf Bremen tippen müsste. Warum tut man es nicht einfach? Weil man Bremen ein bisschen auch nicht so viel zutraut. Genau, und weil du halt immer denkst, irgendwann muss mal Schalke seinen Namen gerecht werden, aber die sind einfach schlecht. Genau, deswegen halten wir es einfach mal fest. Bremen wird dieses Spiel gewinnen zu einer 2-0er-Quote. Und bei Bayern-Wolfsburg bin ich jetzt auch extrem auf die Quoten gespannt. Ich werfe mal einen Blick drauf. Favoritenquote auf Bayern 1,2. Da tut man aber den Wölfen ein wenig Unrecht, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Kratzen die immerhin oder klopfen an der Tür zum internationalen Geschäft. In München, ja, heißt jetzt nichts. Die Bayern sind, wenn man die Heim- und Auswärtstabelle schaut, auswärts sogar stärker als zu Hause. Und die Wölfe sind auswärts sogar Zweiter in der Tabelle. Also vielleicht gelingt ihnen ja eine Überraschung, weil die Bayern im Kopf total in Liverpool sind, Fragezeichen. Letzte Woche haben sie ja Gladbach vom Platz gefegt. Was spricht denn dafür, dass die Wölfe sich nicht auch so abschießen lassen? Ja, bei den Wölfen spricht dafür, dass sie gerade einen guten Lauf haben, dass sie auswärts eben offensichtlich gut sind und auch kompakt stehen können. Bei Bayern glaube ich auch, dass die ihren Lauf fortsetzen werden. Danach kommt Liverpool. Klar ist der Fokus darauf, aber wenn die jetzt Dortmund schlagen, dann beziehungsweise an Dortmund noch vorbeiziehen, ist vielleicht von der Werteinstellung genauso krass, wie wenn sie jetzt gegen Liverpool weiterkommen würden. Hat ja eigentlich auch keiner mehr damit gerechnet. Oder auf der anderen Seite, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, oder? Schwer jetzt da was zu sagen. Ja. Entweder ein hohes Handicap auf Wolfsburg, wenn es noch eine gute Quote gibt, oder 1,75. Aber Finger weg von dem Spiel, denn die Bayern-Quote ist zu schwach. Eine witzige Idee, was heißt witzig? Eine Idee, bei der man wirklich mal gamblen könnte. Eine 8,5er-Quote, dass Wolfsburg zur Halbzeit führt. Würde mir gefallen. Die sind auswärts stark, 8,5. Kleine, vielleicht 0,25 Einheiten tun mir nicht weh, werde ich drauf setzen. Bei einer 8,5er-Quote ist es nicht so unrealistisch und in dem Fall die beste Wette, die ich hier sehen kann. Aber ich habe es jetzt mal in Klammern gesetzt, weil das natürlich jetzt nichts ist, wo die Leute sagen, oh, da setze ich jetzt mal richtig Asche drauf. Sollte man sowieso nie immer genau gleich viel setzen. Dortmund, ja, der noch Tabellenführer. Ja. Mein Gott. Also, was haben wir denn für Quoten? Ist Dortmund schon bei der 2-0 angelangt? Nein, das ist ja das Kranke. 1,28, also eine 1,3er-Quote auf den Dortmunder Heimsieg. Das ist auch wieder einfach dem Tabellenplatz immer noch geschuldet und natürlich auch den Ergebnissen zu Hause. Haben sie ja zwei Spiele erst. Sie haben noch kein Spiel verloren zu Hause in dieser Saison. Ja, alles auswärts. Ich hoffe einfach, dass sie gewinnen, aber die Quoten sind jetzt nicht attraktiv und auf einen Handicap-Sieg würde ich jetzt auch nicht gehen. Stuttgart hat sich, ich weiß nicht, haben die sich rehabilitiert? Denn sie haben gegen wirklich beschissen schlechte Hannoveraner gewonnen. Ja, aber haushoch. Mag ich jetzt auch nicht überbewerten, genauso wie ich Dortmund nicht überbewerten will. Finger weg und ich hoffe, dass der BVB gewinnt und an der Tabellenspitze bleibt. Ja, also wenn man so an die Sache rangeht, kann man bei der Wette nichts gewinnen. Ich habe auch auf Facebook einen Tipper gesehen, der auch Dortmund mit einer 1,28er Kombi oder 1,28er Quote in die Kombi gehauen hat und sagt, ja, das ist ja ein sicherer Heimsieg. Ja, egal, wie sicher der ist, er ist auf keinen Fall so 1,3 sicher. Und deswegen, ja, kann man hier... gewinnt man ja nichts, wenn man auf Dortmund tippt und kann eigentlich nur verlieren. Auch wenn man das in der Kombi hat. Und naja, dass beide treffen, schwierig. Dann eher kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Stuttgart ein Tor da schießt. Die werden versuchen, also die Niederlage niedrig zu halten, aber das war's dann auch. Werden auf keinen Fall agieren in Dortmund.
Von daher beide treffen nein bei einer Quote von 1,9. Gefällt dir das auch? Ich kann so Dortmund so schwer einschätzen. Ich meine, die haben gegen Augsburg verkackt, die haben gegen Tottenham jetzt zwei Spiele verloren und ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass die da defensiv gut gestanden sind. Und, wenn Stuttgart mit der Einstellung rangeht, Dortmund ist angeschlagen, also lass uns sie unter Druck setzen, weil ein Punkt bringt Stuttgart jetzt auch nicht da unbedingt so viel weiter in Dortmund. Die kalkulieren ja insgeheim doch damit, dass sie in Dortmund nicht punkten, also versuchen sie die Chance zu nutzen. Aus Stuttgarter Taktiksicht würde ich versuchen, die richtig unter Druck zu setzen und früh in Führung zu gehen und dann hoffen, dass der BVB zerfällt. Ja, das ist halt nicht so einfach, wenn man Stuttgart ist zurzeit. Ja. Aber gut, die wollen wahrscheinlich da anknüpfen, wo sie letztes Mal aufgehört haben. Von daher, ja, hier einfach eine No-Bet wegen der Hässlichkeit bei der Mannschaften zurzeit. Also sorry Stuttgart, ihr seid ja gar nicht mal, ihr habt ja gewonnen, aber auf lange Sicht gesehen. Auf Dortmund. Freiburg-Hertha, hast du da Ideen? Ich hoffe, dass du jetzt da mal anfängst, was zu sagen, weil was willst du bei dem Spiel dir da rausziehen? Naja, wenn man nichts weiß, dann schaut man erstmal auf die Tabelle. Freiburg hat ja übelst von Augsburg eine mitbekommen, als keiner mehr damit rechnet, dass Augsburg wieder mal ein Spiel gewinnt. Und ist. Bitte? Bitte? Du hast damit gerechnet. Ich habe auf Augsburg getippt und Freiburg hat 5-1 oder so gewonnen. Oh, da habe ich mich jetzt aber ganz schön verhauen. Ja, stimmt. Dann haben sie gegen Leverkusen verloren. Das ist im grünen Bereich. Aber ich habe jetzt in der Tat das Augsburg-Spiel letzte Woche, als sie gewonnen haben, mit dem gegen Freiburg verwechselt. Hertha hat aber gewonnen, das weiß ich sicher, gegen Mainz. Da hast du auch drauf getippt, letzte Woche. Aber man merkt hier schon, wie ich rumeier, ich habe hier bei diesen zwei Mannschaften einfach keinen Zugriff. Die sind mir relativ egal und deswegen verfolge ich Spiele von denen auch nicht. Und du sagst X? Ja. Das ist hier auch von den Quoten her ein vernünftiger Tipp. Und die Quote von 3,25 auf ein Unentschieden wird gerne eingeloggt, damit wir hier zum nächsten gehen können. Da sind nämlich die Augsburger gegen Leipzig. Also da hatte man ja schon, also ich hätte gedacht, Baum ist weg und dann hauen die da so einen raus und gewinnen dann doch noch ein Spiel. Also das verstehe ich dann oft nicht. Ja, das ist schon verrückt. Macht gar keinen Sinn. Leipzig tut sich eigentlich immer sehr, sehr schwer gegen Augsburg, aber die haben daheim oder generell in den letzten Wochen eigentlich alle Spiele immer gewonnen, die sie gewinnen müssen, und ich wüsste nicht, warum sie jetzt hier gegen Augsburg die Blöße geben sollten. Man könnte spekulieren, vielleicht schafft Augsburg einen Punkt zu holen. Ich finde jetzt hier persönlich Augsburg mit einem Handicap plus 1 ganz interessant, das heißt, wenn sie mit einem Tor verlieren, dann bleibt die Wette, also verlieren wir unseren Einsatz nicht. Und wenn es unentschieden ausgeht, was ich den Augsburgern schon zutrauen würde, dann hätten wir bestimmt eine ganz gute Zweierquote oder so, oder? Ja, wenn die normale Quote auf Augsburg bei 8 ist, dann ist Augsburg plus 1 bestimmt auch noch sehr interessant. Kann man machen, finde ich auch. Gerade auch, weil die ja haben die in Dortmund gewonnen? Nee, zu Hause. Zu Hause? Haben sie gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe eine gute Erfahrung gemacht, wenn ich auswärts auf Augsburg gehe. Mit Freiburg, dem Desaster. Vielleicht. Ja, und sowas wird ja nicht zweimal in Folge passieren. Never, geht ja gar nicht. Na, es ist wie, dass zweimal in Folge rot kommt beim Roulette oder so. Mainz gegen Gladbach. Was geht da? Schauen wir mal hier einen genaueren Blick. Die Gladbacher, da hat ja Stefan Effenberg sogar schon im Zusammenhang mit Gladbach von einer möglichen Meisterschaft gesprochen und seitdem geht gar nichts mehr. Hat Effenberg da die Gladbacher zu sehr unter Druck gesetzt und warum sind sie so abgestürzt? Also 4 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, 2 gravierende Niederlagen in Folge gegen Bayern und Wolfsburg.
muss man so sagen, dass die beiden Mannschaften jetzt einfach zurzeit stärker sind als Gladbach. Ist Mainz stärker als Gladbach? Würde ich jetzt definitiv nicht so sehen. Vielleicht können sie wieder in die Spur kommen, aber so leicht wird es in Mainz auch nicht machen. Also hier auf Gladbach zu tippen, das können Fans tun. Bist du einer von denen? Ich bin unsicher, wir haben ja schon das ein oder andere Spiel auf Gladbach gesetzt hier, als sie in Schalke gespielt haben oder auf Schalke in Frankfurt, wo sie auch nicht verloren haben. Das hat schon alles Sinn gemacht. Aber wenn man jetzt die letzten 3-4 Wochen anschaut von den Borussen, dann macht es keinen Sinn, auf die jetzt zu spekulieren. Unentschieden macht aufgrund der Quote Sinn und weil Mainz auch bestimmt nicht so verkehrt daheim ist. Mainzer Sieg halte ich nicht für plausibel. Die Frage ist halt wirklich, finden sie in der Spur wieder? Dann ist die Quote echt gut, denn sie sind einfach die bessere Mannschaft. Oder spielen sie so wie in den letzten Wochen, dann wird es hier ein Unentschieden-Gebirge. Mhm. Und dann muss man fast sagen, ja? Macht's Mainz wie gegen Schalke, aber Schalke ist halt Schalke. Mhm. Ja, nee, ich könnte mir vorstellen, dass das Unentschieden dann auch eine Option ist, aber Gladbach natürlich das Spiel endlich mal wieder gewinnen muss und daher ist die Quote von 1,97 auf ein Gladbach Asian Handicap minus 0,25, dass man im Unentschieden-Fall nur die Hälfte verliert und ansonsten noch eine fast Zweierquote bekommt, wenn Gladbach gewinnt, finde ich eine gute Sache. Sowas wird es bei Hoffenheim nicht geben, denn die spielen zu Hause gegen Nürnberg und da werden die sowas von Power-Favorit sein. Von 1,25 ist die Quote hier und dann ist halt die Frage, schießt Hoffenheim Nürnberg wirklich so ab mit 2 Toren Vorsprung, dass man das Handicap nimmt oder traut man den Hoffenheimer zurzeit auch nicht so über den Weg? Ja, also ich traue nicht über den Weg, haben jetzt die letzten Wochen auch nicht geglänzt, auch gegen Teams, die sie für das Erreichen der eigenen Ansprüche eigentlich hätten besiegen müssen, haben sie nur unentschieden gespielt oder verloren. Vor allem, wenn du vor dem Fortuna-Spiel schaust, da sind ein paar Spieler dabei. Okay, das ist noch 2018, aber trotzdem. Ist mir zu heikel, von der Logik her kann ich mir schon vorstellen, dass Hoffenheim 3-0 gewinnt. Oder so, aber willst du darauf Geld setzen? Weiß ich nicht. Eher nicht. Ja, vielleicht kann man wirklich eine Favoritenkombi mit Asian Handicaps machen. Asian Handicaps 1,5. Das gibt dann ordentliche Quoten. Und wenn man dann Hoffenheim und vielleicht die Dortmunder kombiniert, weil die müssen eigentlich beide mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, dann lohnt sich's für einen kleinen Einsatz. Ansonsten kann man das unmöglich hier in Erwägung ziehen, auf Hoffenheim bei dieser Quote zu setzen. Und deswegen hier eine klassische No-Bet. Hannover-Leverkusen, da sieht es ein bisschen besser aus. Da sehe ich schon die Leverkusen auf dem aufsteigenden Ast. Ja, und Hannover, da hat ja der Doll eigentlich mal ein schönes Statement rausgehauen. Ich habe es jetzt leider nicht komplett parat, aber das war schon so ein bisschen in Richtung, da lache ich mir den Arsch ab, Angsthasenfußball, Schlappschwänze, bla bla bla, ja, Schülermannschaft, wir sind keine Fußballmannschaft. Bisschen übertrieben. Erst redet er so stark, jetzt 2 Wochen später sind sie vielleicht doch nicht so gut. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall war es das, glaube ich, mit Hannover, weil warum sollen jetzt gegen gut spielende Leverkusener gewinnen? Schade, dass Leverkusen so eine schwache Quote hat. Hier würde ich sagen, dass es ein torreiches Spiel ist, auf jeden Fall über 2,5 Tore, muss man mal gucken, was das für eine Quote ist. 1,44. Ja, okay. Aber no hier bet. Auch muss man eigentlich auf Leverkusen Asian Handicap minus 1,25 gehen, dann bekommt man eine 1,85er Quote. Andererseits, ja. Alles andere macht ja fast keinen Sinn. Ja, wenn du jetzt sagst, du machst so eine klassische Favoritenkombi, dann kannst du überlegen, ob du Hoffenheim, Dortmund und Leverkusen alles in den Topf schmeißt, reine Siegwetten, dann hast du da auch eine 2, irgendwas. Ja, das hat einer auf Facebook gemacht, aber da widerstrebt sich irgendwie, das macht ja keinen Sinn, dann lieber bei 2 Spielen Handicap und noch ein bisschen abcashen. Oder du kannst ja auch nur ein Spiel Handicap
die rauspicken, dann fährst du auch fast noch besser. Also einer von denen wird's wohl verkacken, und wenn nicht, dann ist es eine Ausnahme. Und ja, auf Ausnahmen setze ich nicht, sondern auf die Regeln. Und bei Düsseldorf-Frankfurt ganz schwer. Denn die Düsseldorfer sind ja nach Bayern die beste Mannschaft aus den letzten 10 Spielen. Also das hätte niemand für möglich gehalten, dass die so gut spielen in den letzten Spielen. Dennoch Frankfurt natürlich auch on fire in den letzten Wochen. Jetzt gegen Inter am heutigen Tag, als wir das aufzeichnen. Deswegen können wir das noch nicht mit einkalkulieren, aber es wird wahrscheinlich eher für Düsseldorf sprechen, dass die Eintracht dann am Montagabend nicht komplett fit sein wird. Ja, ich gehe auf Frankfurt. Bei einer 2,5er-Quote. Ja, ich denke, dass die Bock haben, auch nächstes Jahr wieder international zu spielen. Die müssen gegen Düsseldorf gewinnen, da müssen sie die Punkte jetzt einfahren, haben gegen Hoffenheim 3-2 gewonnen, auch davor gegen Dortmund gepunktet, gut gespielt, und das Team macht Spaß, das Team hat eine Bomben-Euphorie, die Fans stehen dahinter, ich kann mir auch vorstellen, dass die alle nach Düsseldorf mitfahren und da eine ganz gute Party abfeiern, und beste Mannschaft nach Bayern in den letzten 10 Spieltagen hin oder her, die sind derzeit am Overachieven, und irgendwann kommt auch mal wieder ein Ausrutscher, und das muss nur ein kurzes, schnelles Gegentor sein. Das wird Frankfurt gelingen, und deshalb nehme ich die 2,5er-Quote mit. Ich überlege auf jeden Fall, ob ich sogar dann noch auf ein Handicap gehe, einfach nur, um nochmal eine fette Quote abzustauben. Aber mein Herz schlägt auf Frankfurt. Ja, vor allem muss man das Hinspiel auch in Betracht ziehen. Da haben die Frankfurter 7 Tore geschossen, und wenn ihnen nur 5 mehr gelingen, dann wird es auch zum Sieg reichen wahrscheinlich. Jetzt ist es halt einfach so, dass die Frankfurter ja auch Overachiever sind, wie du gesagt hast. Die performen jede Woche eigentlich über ihren Verhältnissen. Der Sieg gegen Hoffenheim letzte Woche war ja wirklich unfassbar in letzter Sekunde. Also klar haben die nicht aufgegeben, aber die waren ja auch 2-1 hinten oder so und haben das dann gedreht. Ja. Klar ist das Moral und alles Mögliche, aber das ist natürlich, auch die sind irgendwann mal wieder fällig. Deswegen sehe ich hier in dem Spiel eher ein Unentschieden als ein Frankfurter Sieg. Aber von der Argumentation hast du absolut recht. Eine 2,5er-Quote von, wenn man das so sieht, muss man eigentlich mitnehmen bei Frankfurt. Und deswegen locke ich das mal ein. Denn die ist einfach zu hoch angesichts der Düsseldorfer und des Hinspiels. Andererseits, ja, ist es die zweitbeste Mannschaft der letzten 10 Spiele. Das ist schon, da hat man in den letzten 10 Spielen, hätte man massig Kohle mit Düsseldorf machen können. Aber ja. Meldet aber euch, wenn ihr das Frankfurt gemacht habt. Deshalb motiviert gegen den Tabellenzweiten der letzten 10 Spiele sich zu beweisen. Mhm. Okay, dann schauen wir mal auf unsere 3 Top-Picks. Ja. Meine 3 Wetten sind, ich starte mal am Freitag, da spielt Bremen gegen Schalke. Ich sage, dass Bremen mehr als 1,5 Tore schießt, bekomme dafür eine Quote von 1,9. Freiburg gegen Hertha bleibe ich bei meinem X, 3,25. Und nicht ganz unüberraschend sage ich weiterhin, dass Frankfurt gewinnt. Asian Handicap minus 0,5 für eine Quote von 2,37. 0,25 ist es bei einer Quote von 2,37. Nicht ja, Entschuldigung. Die Kirche aus dem Dorf entführen. Ja. Und bei mir habe ich auch 2 dieser 0,25er Handicap-Wetten, nämlich auf Gladbach und Leverkusen. Das heißt, wenn die nicht gewinnen, wenn es unentschieden ausgeht, verliert man die Hälfte oder kriegt immerhin die Hälfte seines Einsatzes zurück, wenn man es positiv sehen will. Und bei Freiburg gegen Berlin kann ich mir nicht vorstellen, dass beide Mannschaften da treffen. Klassisches 0:0, Hendrik. Also, dann viel Spaß bei diesem Spieltag. Postet eure besseren Tipps, falls ihr diese Tipps alle scheiße findet, in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best.
Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.